4, 3, 2, 1 und los geht's. Masterklasse 2 und 3 sowie die Juniorklasse, die hier über insgesamt 52,5 Rennkilometer hier mit drei Fahrern in der Verfolgung der zweiköpfigen Spitzengruppe sind. Alle sagen, Wahrnehmungsstörung, da sind doch vorne vier Fahrer, ja, zwei von der Spitze eingeholt, also wir konzentrieren uns weiter auf Marco Müller-Sviatscha und Carsten Vogel, die anderen beiden Fahrer dürfen hier Spitzenreiter noch 8 Runden und für das Feld 5 Runden für das Feld, 5 Runden für das Feld, für die Spitze. Die 5 Spitzenreiter noch 8 Runden für das Feld, noch 5 Runden zu fahren für das Feld, noch 5 Runden für die Spitzenreiter, noch 8 Runden zu fahren für das Feld, noch 8 Runden für das Feld, noch 5 Runden. Feld 5 Runden, Feld 5 Runden. Das heißt also, für Joris Buschmann, Tim von der Linde, Konstantin Flie, für und ausgestattet bringt ihn damit ganz oben auf das Podium beim Campusrennen 2024 vom RSV Münster, Konstantin Flie. An dieser Stelle auch der Verweis auf das große Rennen von gestern, der ist er auf Platz 3. Initiator der Fluchtgruppe wurde am Ende mit dem Sieglohn vom Adam Donner Master Racing Team vom RV Rittspich. Sieger in der Masterklasse 2, Marco Müller-Sviatscha. Reflektiert durch den Sieger, ebenfalls im Trikot vom Adam Donner Master Racing Team, Rainer Deckers. Bereit steht die Eliteklasse der Frauen, die Juniorinnen U19 und die Jugend weiblich U19. Vor einer Sekunde Start freigegeben für die U19 Frauenklasse und U17 weiblich. Nach unseren Recherchen scheint keine Fahrerin der U19. Aus für die Frauenklasse Intersport Drux ist der Prämienstifter. Sehen an der Spitze Lisa Weber aus Ostenden und wir dürfen sie als Prämiengewinnerin dann auch notieren, die Startnummer der 183. Bitten aus Podium Lani Breitbach in der U70-Klasse. Sonntag in Aachen, der Frauenklasse, zweiter Sieg für die Fahrerin vom LKT-Team aus Brandenburg. Wir bitten aus Podium Mira Winkler.
Anfahren, das Kommando gilt. Achtung, fertig, los, startfrei, Amateurklasse, Elite-Amateurklasse, Campusrennen 2024, Wertungsrennen des NIT Aachen Cup. 50 Runden. Erstmal die Prämienabnahme der. Dann werden die ja noch richtig hochgenommen. Erster Erzählstrich wird hier mit Prämien honoriert. Die sichert sich halt vor Hoppelhausen in diesem Augenblick. Starter mit der Runde Nummer 49. Und. Die Stifter ist hier. Und der Sieger in der Amateurklasse trägt das Trikot des Cologne Cycling Club. Wir bitten aufs Podium Viktor Müller, Sieger der Amateurklasse. Und der Sieger im Rennen der Eliteklasse beim Campusrennen 2024, Skull Racing Team Sieger David Büchler. Erfolgreichste Punktesammler vom Rose Racing Circle. Einmal Platz 2, einmal Platz 3. Bringt ihn ganz oben auf das Podium. Marc Klaus vom Stork Metropol Cycling auf Platz 2 und Nico Brenner auf dem dritten Platz vom Team Kernhaus.